jeder Einzelne ist hier mal reingekommen, hat es so erlebt, ja, dass jeder beschützt und völlig entspannt hier reingehen durfte. Ja. Und daher ist das hier, wir wird nachher hier rumtoben wie ein großer. Das dauert nicht lange, dann ist das nur. Aber ich finde das ganz gut, dass sie so. Sie ist. Muss es auch, sie braucht Gründe. Nee, ich finde auch gut, dass sie so. Das ist aber nicht etwas, was bleibt. Nö, aber wenn man klein ist, dann. Ja, ich brauche keine Bestimmung. Hat alles sein Für und Wider. Ja. Weil so wird es auch gern mal gemacht. Ja, so. Ja, wobei, wenn die. Ja, ich sage Ihnen, das ist ja schon noch richtig rumstehen. Ja, das ist noch ein Spaß haben. Nur, warum ich mich jetzt bitten möchte, ist, ich meine, nur als. Weißt du, wenn du sie nachher mal auf Entfernung dürfen willst, dann hast du ja schon eine andere Stimme. Und damit kommt die nicht ganz klar. Von der Erkennung über unsere Stimme. Und du musst anfangen, von Anfang an musst du immer den gleichbleibenden Ton haben. Damit der Hund auch weiß, dass er gemeint ist. Nachher kannst du nicht zusammengehen. Das geht. Verstehst du? Dieses Ruhe. Ich kann es gar nicht mehr, weil ich hatte eine schwere Kieferkopfentzündung. Und seit der Zeit einen extremen Stimmendruck erlitten. Daher kann ich auch nicht mehr singen. Und daher ist es schon, man muss wirklich, ne? Das Vertrauen geht nicht durch die quietschende Stimme. Nee, das stimmt. Ne? Also Vertrauen. Wollen wir jetzt nur eben animieren, ne? Ja, aber das kannst du aber auch, indem du sagst, ja, fein hier die Hunde, ja, super. Verstehst du, dieses Klare. Sei lieber klar im Ton und gib ihr gleich die richtige Richtung, die sie auch von vorne und die du auch dann nachher auf die Entfernung nachher auch behalten kannst. Mhm. Mal gut. Wenn es dir sagen lassen möchtest. Ja, ich bin dann immer gleich immer im Bett. Ja, wir sind donnerstags, also heute immer nachmittags in der Hundeschule. Ja. Dann ist sowas natürlich auch. Ja gut, aber Mann, es bringt nichts, wenn es da nachher so ist. Und warum verlässt du diesen Bereich? Nee, das machen wir natürlich auch. Ja, soweit ich auch noch. Weil er dann gleich von allen belagert wird. Ja, den haben sie ziemlich hart rangenommen, auch Hundetrainer, Hundeschule und dann war irgendwie, ne, und der hat ein ganz starkes Trauma gehabt. Aus Angst heraus hat er so reagiert. Du siehst, wie wenig kannst du. Ja, habe ich gemerkt.